Liebe Leute, es geht weiter. Civilization 6, schön, dass ihr dabei seid. Und go! Und Mats ist auch dabei. Ave und Salve an alle. Attacke! So, ein Stammesdorf entdeckt. Da waren wir eben drin. Wohnraumprobleme in Pompeji. Ja, weil wir einen Kornspeicher bräuchten. Wir haben aber auch so, der nächste Bürger braucht ewig und drei Tage. Wir könnten auch einen Handwerker dazwischen schmieren und könnten mit dem noch einmal die Oliven zum Beispiel anschließen, Matze, weil dann hätten wir einen halben Wohnraumpunkt mehr. Da würde es sich dann dieren mit der Plantage hier hinten und dann würden wir hier mehr Bürger haben, ne? Wären das auch die ersten Oliven, die wir angeschlossen haben, ja, oder haben wir bereits Oliven? Das sind die ersten und dann hätten wir auch eine Annehmlichkeit mehr und die Leute wären glücklicher. Das ist, ne? Wir haben auch einen Handwerker hier vorne, den sollten wir runterschicken nach Neobull. Der könnte durchaus auf dem Weg gen Süden hier einmal draufziehen. Und ich ziehe unten rum. Ne, ich ziehe oben rum. Da sind wir etwas schneller da. Da können wir mich sofort binnen einer Runde dann innerhalb derselben Runde das da oben auch anschließen. So, mit denen bleiben wir hier weiterhin hier an Ort und Stelle. Hier können wir mittlerweile durchziehen. Sollen wir zurückziehen? Ich würde sagen, ja. Was soll man da oben stehen bleiben? Solange die durchziehen können. Wann können die wassern? In fünf Runden? Wir können auch erstmal hier... Ja, die knallen uns auch gleich mit Bogenschützen ab. Ich würde sagen, wir wassern und ziehen zurück, Matze. Was soll da oben rumstehen? Bringt uns nichts. Guck mal! Bologna hat Schwertkämpfer! Wow! Unsere Schwertkämpfer! Wir müssen sie nur durchlassen, dass sie da hinkommen. Vielleicht stiften die ein bisschen Chaos. Komm, wir machen den Platz, ja? Demnächst. In fünf Runden können wir den Platz machen. Wir können schon mal zurücklaufen. Sollen wir den Platz machen? Ja, wir machen den Platz. Komm, put, hier vorne. Einmal Angriff, bitte. Hier vorne als Bauprojekt ein Legionär. Passende Politikkarte ist drin für die Fern- und Nahkampfeinheiten. Der Produktion mehr Einflusspunkte und als Regierungsform die Autokratie, mehr Grunderträge auf alles und eine Runde weiter. Und vor Ort haben wir noch den Kollegen Magnus, der dafür sorgt, dass die Legionäre weniger strategische Ressourcen brauchen und dass Siedler keine Bürgerpunkte brauchen, Matze. Und eine Runde weiter. Und wenn uns das Eisen... Ach, wir haben vergessen, das Eisen wegzutauschen. Das wollten wir noch machen. Die Gallier bieten uns 3 Gold für 30 Runden, offene Grenzen und einmal Pferde. Sollen wir versuchen, ob wir Eisen bekommen, Matze? Ja, genau. Also schön viel Gold für das Eisen, finde ich gut. Große Händler WB ist wieder zugange und wünscht sich was, lieber WB? Was wünscht sich, lieber Chat, was wünscht sich WB gerade in diesem Augenblick? Gucken, ob die Leute drauf kommen. Ein Königreich für einen Schieberegler, bitte. 20 Eisen gegen 149 Gold, das können wir machen, Matze. Und offene Grenzen beidseitig, dann bekommen wir einen guten Deal mit ihm. Würde ich machen, aber okay? Aber er will's nicht. Du musst noch weiter handeln. Oh, ich dachte, er hätte gerade zugestimmt. Jetzt haben wir es. 107. Was denn jetzt? Gerade wollte er doch noch. Doch, da steht doch, er nimmt es an. Was ist... Wir reden gerade aneinander vorbei, Matze. Ich glaube, wir haben da so einen Bug, weil jetzt kannst du ja nirgendwo auf Zustimmen oder Annehmen drücken. Wir haben einen ganz obskuren Bug. Guck mal. Jetzt kann ich auf Annehmen klicken. Kriege ich sogar noch mehr. Oder habe ich irgendwas falsch gemacht? Einmal auf Annehmen schnell. Ja, alles gut. Ah, jetzt werden wir einmal angegriffen. Die ziehen in die Stadt zurück. Oh, und auch ein Bogenschutz. Schütze. Und die Stadtmauer ist da. Jetzt gehen sie in den Angriff. Das ist nicht doof. Die ziehen einmal zurück.
mal aus der Schussreichweite raus hier. Da, ja, die würden auf uns schießen, aber ich würde ihn eigentlich ganz gerne verteidigen. Wir trauen uns mal, bleiben mal eine Runde auf, hier stehend. Es gibt ja auch Verteidigungsbonus, Unterstützungsbonus durch die beiden. Und was machen denn die Schwertkämpfer von Bologna, Matze? Sag mal, haben die sich in Teilen aufgelöst? Waren das nur die drei Stück? Warum greifen die nicht an? Ja, das kenne ich selbst aus meiner Partie auch. Die verbündeten Stadtstaaten sind bisweilen ganz schöne Feiglinge und tun immer so, als würden sie erst vorziehen auf den Gegner, um dann doch wieder abzuhauen. Diese Schisser. Ich weiß nicht, was sie machen. Fahnenflucht. Jetzt haben wir einen Wohnraum mehr. Jetzt kommt entsprechend das Wachstum ein bisschen höher. Wir haben jede Menge Geld und Ressourcen. In 4 Runden eine Legion. Ach, schau mal hier. Rechts, die Polen haben gesiedelt. Jetzt müssen wir echt Gas geben. Weißt du was, ich ziehe den Siedler vor und wir ziehen den ohne Militärbegleitung rüber auf die andere Seite. Haben wir die Politikkarte drin, damit der Siedler schneller gehen? Nee, ne? Haben wir nicht. Und der nächste Wechsel ist in 5 Runden erst. Und den zu beschleunigen mit Geld würde kosten 185. Das könnten wir uns leisten, dann wäre aber alles weg. Der Siedler wäre in 10 Runden da. Ach, Matze, was machen wir? 5 Runden noch mal ein bisschen pokern. Dann hier rüber und hoffen, dass das mit dem Druck hier noch reicht, ne? Wenn ich jetzt hier vorziehen würde, ich würde mich schwarz ärgern. Das wäre echt doof. Oder wir müssen dann einen Krieg gegen Hedwig machen. Wie stark ist Hedwig mit ihren Polen? 330 Militärstärke, doppelt so viele. Das ist natürlich uncool. Die bleiben mir erstmal stehen. Wir ziehen mit allen einmal retour. Wir suchen noch irgendwelche Bonusdörfer oder andere Sachen zu finden. Oh, die killen uns. Der ist gleich Geschichte. Orakel, Etemenanki wurden gebaut. 2 Weltwunder. In 4 Runden sind wir hier. Da ist der zweite Bürger in Neobull. Die Eisenmine wird schon bewirtschaftet. Und hier unten noch ein Olivenfeld. Nächster Bürger in 11 Runden. Kann man so machen. Lassen wir so einfach mal durchlaufen. Oder wollen wir hier oben rüber tauschen? Und eventuell, ja, wir könnten auch den einen Forschungspunkt rüberschieben. Hier vorne hin, das machen wir weg. Und da oben gehen wir hin, da gehen wir hin. Und das Feld hier unten tauschen wir ein hier oben hin. Dann wird das von denen bewirtschaftet. Weil bei einem Forschungspunkt ist egal, in welcher Stadt er zählt. Und so wächst es hier alles etwas schneller. Der Kornspeicher ist eher da. 2 Wohnraumpunkte entstehen dadurch und wir haben wieder nennenswertes Bevölkerungswachstum. Danke an Stuhlhuber, das macht mir Mut. Eine Runde weiter. Na, bei solchen Verbündeten brauchen wir keine Feinde, Kolbesch. Wir haben jede Menge Geld, damit können wir gleich in dem ersten. Können wir gleich unter Umständen Gebäude kaufen, wenn wir siedeln oder Upgrades durchführen von Einheiten, die einmal XP bekommen hatten oder was auch immer. Das überleben wir. Wir ziehen die rüber zu unseren Grenzen rüber. Dann isolieren wir die Galeeren von den Fernkampf-Landeinheiten. Der ist gleich Geschichte. Also berittene Bogenschützen sind ziemlich das fieseste gibt, was es gibt für Späher, finde ich, Matze. Ich hasse die. Nein, Matze, guck mal da. Nein, da haben wir Glück als Verstand. Wie cool. Heiliger Bulle, das ist ein Zeichen, der heilige Bulle. Im Ernst, Leute. Also wenn das ist, es gibt kaum einen cooleren Moment als so einen im Spiel. Das rettet uns die Haut. Passt. Nee, weißt du wo? Also das ist cool. Also wir müssen das kurz erklären. Ein Meteorkrater fällt neben uns nieder. Wir ziehen ja rein. Wir überleben mit ihm trotzdem nicht, aber mit seinem letzten Atemzug zieht der Speer rein in den Meteorkrater. Und es passieren 2 Dinge. Nummer 1. Es entsteht eine gratis Militäreinheit. Eine schwere Kavallerieeinheit. Die schwerste Kavallerieeinheit, die wir schon freigeschaltet haben. Die spawnt aber leider nicht hier vorne. Die spawnt in der nächstgelegenen Stadt. Mit anderen Worten,
auf dem italienischen Stiefel in Neobull. Damit ist sie ein kleines Stückchen entfernt und kann ihm hier nicht wirklich helfen. Zweiter Vorteil eben, Matze. Wir hatten eben, erinnerst du dich, wir hatten eine Quest in Bologna. Genau, und das war eine Quest, dass wir einen schweren Streitwagen bauen sollen, damit wir einen Gesandten mehr bekommen, und den haben wir uns jetzt freigeschaltet. Sehr cool. Das heißt, der Späher kann uns einen letzten Dienst erweisen. Vielleicht sieht, also der ist, wie schnell ist der? Der hat wie viele Bewegungspunkte? Auch 3. Er kann allerdings auch schießen, aber zum Schießen, er hat eine 1er Schussreichweite. Wenn wir weglaufen, kann er immer hinter uns herrennen und nicht mehr auf uns feuern. Wir müssen ihn nur innerhalb zu den Georgiern rüberlocken. Vielleicht können wir noch entkommen. Er kann immer neben uns ziehen, aber er kann uns dann nicht mehr angreifen. Hatten wir eigentlich... Nee, wir hatten immer noch die Sommer... Achso, wir hatten uns eben überlegt, ob wir Frieden schließen wollen. Soll ihm die Stadt gönnen? Ich würde tendenziell eher sagen, aktuell ja. Weil vom Krieg haben wir nichts. Da könnten wir Armani hier auch wieder abziehen. Und können Armani irgendwo anders hinschicken, wo sie Suzerän wird und uns einen Suzerän Bonus bringt kurzfristig und uns hilft, Zeitalterpunkte zu bekommen. Das könnte Venedig sein. Da müssten wir eigentlich 2 Zeitalter bekommen, weil wir der erste Suzerän sind gleich. Außer uns kennt niemand Venedig. Und in Preslav sind auch nur wir bekannt. Da könnten wir 2x2 4 Zeitalterpunkte bekommen mit Armani, wenn die rüberhoppelt. Sollen wir das machen? Das ist schon ganz cool. Das ist der Überblick über unsere Zeitaltergeschichten hier vorne. 30 Punkte haben wir, das normale Zeitalter. Das Goldene ist in Reichweite. Mit dem Armani-Trick bekommen wir das hin. Wenn ich das mache, magst du mal den Leuten, die Gelegenheitsspieler sind, erklären, was wir jetzt mit Armani veranstalten. Wir ziehen jetzt Armani zu dem nächsten Stadtstaat, wo wir noch nie zu Zeren waren. Die bringt ja immer virtuelle 2 Gesandte dann dort vor Ort, nachdem sie 5 Runden lang sich dort vor Ort eingerichtet hat. Die werden virtuell aufaddiert auf unsere. Und damit können wir Suzerän werden und darüber bekommen wir dann Zeitalterpunkte. Und ja, die können wir ansammeln, und wenn wir das von geschickt machen und dann von einem Stadtstaat zum nächsten ziehen, kann man so ganz gut Zeitalterpunkte zusammensammeln. Also Frieden schließen, und wir lassen von Monaco ab, was bedeutet, dass die Bürger, dass er Monaco jetzt richtig nutzen kann, dass die Bürger nicht mehr gegen ihn rebellieren, dass die Stadt zufrieden wird, weil sie sich sagen, ja, die Römer, Mazumen und Writing Bull und die anderen Damen und Herren auf Twitch und YouTube, die haben uns aufgegeben, also geben wir die auch auf. In seinem Herzen sind wir keine Römer mehr, sondern Portugiesen. Das ist die Folge dieser feigen Tat, die wir hier machen. Jetzt können wir hier auch nicht mehr angreifen, wir können aber abhauen. Wir hätten vorher noch einen killen können, aber das ist jetzt egal. Einmal zurück mit allen, bitte. Wir könnten in 2 Runden wassern. Der Handwerker hat 2 Aktionen. Neobull runterziehen, Oliven anschließen und was auch immer. Matze und Fische hier unten. Weil der Kornspeicher gibt 2 Wohnraum. Ich würde ihn mal runterschicken, weil im Augenblick wüsste ich nicht, was wir hier oben mit ihm machen sollten, Matze. Ja, Abrichtung runter, da haben wir noch viel zu tun. Das hast du schön formuliert. Das ist eine der Formulierungen, die, glaube ich, in die Geschichte eingehen überhaupt. Wie man Stadtplanung betreibt. Auf Richtung runter. Das ist im Ernst. Das klingt so profan, aber das sind Formulierungen, die ich auch wähle. Die gelten als umgangssprachlich. Ich persönlich finde sie poetisch, Matze. Ja, das ist die ganz große Dichtkunst schon fast, die wir hier damit hinbekommen. Wann hast du das letzte Mal im Real Life rauf Richtung runter gesagt und was hast du damit gemeint? Und bitte nur eine sittenfreie Antwort. Ja, das ist das Problem jetzt. Rauf Richtung runter. Ich glaube, das war, als wir ja irgendwie mit Freunden unterwegs waren und gesagt haben, Mensch, wir wollen in Hamburg mal den Michel besteigen, und es ging
nicht schnell genug. Also dann musste ich die Leute ein bisschen anfeuern. Hab gesagt, Leute, rauf Richtung runter, dann haben wir es ganz schnell geschafft. Irgendwie sowas. Es wird nicht wirklich besser, du, aufgrund dessen, was du gesagt hast. Liebe Leute, das ist ganz unschuldig gemeint. Kein USK 18 Hinweis. Das ist echt nur, wir reden über Spiel, liebe Leute, und allgemein über Sprache, über nichts anderes. Ganz ruhig im Chat. Regt euch nicht auf. Alles gut hier. Dann der schwere Streitwagen bleibt erstmal hier. Der kann den Siedler aber gleich. Oh Gott, wann haben wir denn? In 5 Runden Wechsel. 2 Campus-Distrikte. Scheinklasse, dass der Siedler so lange dauert, wenn wir hier oben zugebaut werden, ärgere ich mich schwarz. Wir machen es trotzdem. Wir bleiben hier vorne vor Ort. Ja, wir bleiben erstmal hier. Und. Oh, ich habe vergessen, Armani rüberzuziehen, Matze. Vor lauter Dichtkunst hier. Ja, abgelenkt. Jetzt will er mit uns handeln. Hätte gerne unser Eisen, damit er uns in Zukunft mit Schwertkämpfern angreifen kann. Nein, danke. Ich bin bereit, ihm offene Grenzen anzubieten. Weil die, wir spielen auf Gottheit. Wenn man auf Gottheit spielt, haben wir kein Interesse daran, haben wir kein Interesse daran, zu Beginn eigentlich einen Krieg zu führen, weil es in der Regel doof ist. Einmal offene Grenzen beidseitig. Das führt zu einer Verbesserung des Verhältnisses. Auch hier einmal offene Grenzen beidseitig. In Achingen mal schauen, was wir mit dem Eisen machen. Rechnet und rechnet zum Rundenwechsel. Monaco rebelliert, schaut ihr es mal an. Das Blöde ist, Monaco wird nicht zu uns fallen. Wenn Monaco rebelliert, wird es eine Rebellenstadt. Danach fällt es an die Gallier. Jede Wette. Ich fürchte, die sind dichter dran, aber wenn Rom weiter wächst, vielleicht kriegen wir es ja doch hin. Wenn wir in ein goldenes Zeitalter kommen, in ein Heldenzeitalter, nee, golden ist das nächste, kann das? Also ich würde es nicht wie heißt es? Nicht. Fällt es auch nicht an. Mir fällt ja die Vokabel also nicht in Abrede stellen. Muss ja, mal danke. Ganz das gerne. Ich gesucht. Sehr, sehr gerne. Man sogar 3 Worte schenke ich dir alle, Matze. Ich bin sehr großzügig. 1 Gold pro Runde bitte jetzt, 30 Runden lang. Wir heilen innerhalb der eigenen Grenzen schneller. Schiffe können auch nur innerhalb der eigenen Grenzen in aller Ruhe reparieren. Mit ihm wollten wir Richtung Süden rennen und wieder eine Runde weiter. Aber jetzt denken wir dran, dass wir Armani nach Venedig schicken wollten. Um dort so zu rennen zu werden. Hedwig hat einen Gesandten. Ah, dann sollten... Okay. Na, wir haben keinen... Dann muss es nach Venedig sein. Wir haben keinen zu vergeben. Es sei denn, wir würden die Politikkarte reinnehmen, durch die der erste Gesandte doppelt zählt. Wenn wir dann Armani nach Preslav schicken, hätten wir auf einen Schlag 3, oder Matze? Oder meinst du, das funktioniert nicht? Ich glaube ja. Wie meinst du das mit auf einen Schlag 3? Das habe ich nicht verstanden, wie du jetzt auf die 3 kommst. Wenn wir die Politikkarte reinnehmen, dass der erste Gesandte doppelt zählt. Ja. Und dann Armani nach Preslav schicken. Im Augenblick haben wir 0 Gesandte. Dann hätten wir doch... Das geht nicht. Das geht nicht? Meinst du, ich kann das Spiel nicht aufs Kreuz legen? Es werden nur echte Gesandte verdoppelt, nicht die virtuellen von Armani. Das war bitter. Ja. Liebe Leute im Chat, habt ihr schon mal versucht, einen Gesandten zu verdoppeln im Real Life? Hat das geklappt oder nicht? Was ist ein echter Gesandter und was nicht? Gesandte ist kein Gouverneur, aber sie sorgt doch für Gesandte. Ihr macht mir echt alle meine Illusionen kaputt hier. Das ist echt bitter. Ja, Terence Spencer meint, das, was Matzo sagt, ging bei mir auch nicht. Das ist bitter. Dann können wir den Trick eigentlich nur machen in Venedig, weil der nächste reguläre Gesandte dauert noch ein bisschen. Dann geht's einmal rüber mit Armani nach Venedig. Da
Einmal so zu Rennstatus weg. Trüffel-Fragezeichen. Was bedeutet dieser Satz, Northbowman? Ich möchte dich ermutigen. Sprich gerne in ganzen Sätzen zu mir, Northbowman, ja? Mann, also Northbowman, ihr wisst ja alle, Northbowman ist der jüngste unserer Zuschauer, süße 11 Jahre alt, ganz liebe Grüße. Ich weiß oft, der ist auch ganz früh, etwas früher weg oft schon, weil er muss halt früh ins Bettchen. Hat oft noch Probleme mit ganzen Sätzen, obwohl ich denke, wenn man 11 Jahre alt ist, Matze, eigentlich sollte man schaffen. Vielleicht übertreibt er auch, sind weit erst 6 Jahre alt. Northbowman, du schaffst das. Ich drücke dir die Daumen. Versuch's mal, es sind ganz viele Buchstaben auf der Tastatur, einen ganzen Satz. Ich glaube an dich, Northbowman, ich glaube an dich. Toi, toi, toi. Deal ausgelaufen, es geht um Hedwig, dass wir den Deal erneuern. Das meinte Northbowman, glaube ich, mit dem Fragezeichen. Ja, Trüffel sind alle. Schauen wir mal, mit wem wir einen Deal machen können. Die Trüffel können wir von Hedwig bekommen. Und das war's. Genau. Komm, machen 2 Gold, 30 Runden, dass das geht. Und einmal 8. Wir verkaufen gleich irgendjemand Eisen. Dann ist das okay. Es sei denn, wir würden feststellen, dass unsere Leute ohnehin super glücklich sind. Und keine Annehmlichkeiten brauchen. Glücklich ist ab plus 3, ein Dreier Überschuss an Annehmlichkeiten. Das heißt, 2 Städte werden statt zufrieden glücklich, Matze, ne? Und das bedeutet, dass sie plus 10% auf alles bekommen. Außer auf Nahrung, aber dafür ist das Wachstum dann um 10% gestärkt. Das klingt gut. Dann machen wir das einmal. Schauen wir mal, wem wir Eisen verticken können. Die Gallier haben, also je weniger Eisen jemand hat, desto besser, desto besser der Deal und je weniger, je freundlicher die uns gegenüber sind. Letzteres müssen wir gar nicht erstmal schauen, niemand ist uns freundlich gegenüber. Könnte man versuchen, mit den Bayern zu dealen, Matze. Wir könnten auch mit den Portugiesen sogar, aber das wäre natürlich sehr, sehr hart hier. Ich würde mit den Bayern mal einen Deal machen. Tamara. Also noch gar keinen haben. Genau. Mit den Bayern, ne? Siehst du noch jemand anders? Ich nicht. Nee. 6 ist in dieser Spielphase okay. Können wir machen. Also später kriegt man oft mehr, aber das versuchen wir mal. Und die kaufen normalerweise bis zu 40 ein. Bei dieser Art von Ressourcen. Wir brauchen eigentlich selber welche. Aber im Augenblick brauchen wir nur eine für einen Legionär. Wir könnten ihn mal alle 38 verkaufen. Weil wir haben... Nee, für den Fall, dass das Eisen gleich verloren geht, durch eine Mine kaputt, irgendwas Schlimmes, wir geben mal 37. Oder 36. Und fragen mal, was die für 36 uns geben würden. 11 Gold, 30 Runden lang ist viel, Matze, ne? Das finde ich ganz, ganz toll für unsere Staatskasse. Also, ich zähle schon mal. 11 Gold, 11 Gold, 30 Runden lang und einmal 2 drauf. Unter offene Grenzen, okay? Super. Wir hätten auch versuchen können, ihn Gunst zu verkaufen. Der nächste Weltkongress wird noch eine Weile dauern. Sollen wir mal ein bisschen, mal gucken, ob wir Gold, ob wir Gunst jemand verkauft bekommen. Oh, das ist lächerlich. 2 ist erbärmlich. Das ist erbärmlicher. Magst du mal den Gelegenheitsspielern erklären, was Gunst überhaupt ist? Diplomatische Gunst wird insbesondere ab dem Mittelalter relevant, denn dort wird dann das Spiel den sogenannten Weltkongress etablieren, wo man dann diplomatische Gunst einsetzen kann, um Stimmen zu kaufen. In der Regel gibt es immer 2 Abstimmungen, im Laufe der Partie immer ein paar mehr noch dazu, wo man dann sich verschiedene Vorteile freischalten lassen kann, die für alle Spieler gelten, also nicht nur für einen selbst. Zum Beispiel, dass Sachen im Stadtzentrum schneller gebaut werden oder im Campusbezirk. Man kann das relativ fein einstellen und darüber würde man auch Diplomatie-Siegpunkte bekommen, wenn man richtig redet. Auf dieser relativ großen Karte...
rechnet das Programm erstaunlich lange für so ein Spiel, ne? Das eigentlich nur ein Brettspiel mit einer Grafik oben drauf ist. Ich kann mir keine Bedingungen vorstellen, aufgrund derer ein Schiff sinken sollte. Moderner Schiffsbau weiß das mittlerweile zu verhindern. So, allein hat das Wasser erlaubt. Wunderbar. Und jetzt können wir aufbrechen, fremde Gestade entdecken. Hoffen, dass doch der Loyalitätsdruck nicht so groß ist. Städte platzieren, Siedler raushauen in zwei Runden, die Siedlerkarte hier rein, nachdem der Legionär fertig ist. Und dann haben wir hoffentlich bald wieder ein paar mehr Städte als die eine, die wir gerade verloren haben.